Will Mareike Hinterichsen mit ihren Ladies in Black Aachen in die Playoffs, dann hilft nicht nur gute Laune, sondern auch Vollgas, denn sie brauchen 3 Siege aus den verbleibenden 3 Spielen. Erster Gegner in der heimischen Halle, die Roten Raben aus Vilsbiburg, der erste Durchgang durchaus einer mit emotionalem Charakter. Beide Teams auf Augenhöhe, ein enger Start in dieses so wichtige Spiel für die Gastgeberinnen. Mitte des Durchgangs konnten sich die Gäste aus Vilsbiburg dann ein wenig absetzen, hatten dann Satzball. Und dieser erste Satzball geriet direkt zum absoluten Krimi. Aachen mit dem Heft des Handelns in der Hand, aber mit dem Ball nicht auf dem Boden. Selber mit einer klasse Rettungsaktion. Celine van Gestel kommt und kommt und kommt einfach nicht durch. Und auf der anderen Seite die Roten Raben mit einer großen Möglichkeit, aber auch die vergeben. Und jetzt Achtung, van Gestel einmal quer übers Feld und dann rein ins Glück. Der Satzball mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln abgewehrt. Und das gelang den Ladies in Black noch 3 weitere Male, bis sie dann selber Satzball hatten. 27:26, Vilsbiburg mit Problemen, Aachen mit der Chance. Nochmal Vilsbiburg, aber wieder nicht präzise, das Zuspiel wieder nicht gut aufgebaut. Und die Ladies jetzt mit der Variante Überkopf über den Außenangriff, rein in den Block, raus ins Aus. Der erste Satzball der Gastgeberinnen sitzt 1:0. Es war ein harter Kampf und doch ein so wichtiger Satzgewinn setzte er doch die Leitplanken für die folgenden Sätze. Denn diese zeichneten sich durch ihre Deutlichkeit aus. Durchgang 2, viele Satzbälle, viele Möglichkeiten für die Ladies in Black. Der Hinterfeldangriff ist es. 2:0, 25:19. Der erste Punkt schon einmal auf der Habenseite. Das Publikum also gut gelaunt und die Ladies in Black gut aufgelegt. Mitte des dritten Durchgangs wieder der klare Vorsprung, weil Vilsbiburg Fehler am Laufband produzierte. Hier ein Anschauungsbeispiel. Aachen musste gar nicht so viel tun, um diesen Vorsprung zu halten. Dementsprechend nicht verwunderlich, dass das Spiel auch deutlich zu Ende ging. 8 Matchbälle hatten die Gastgeberinnen aus Aachen. Der erste noch abgewehrt, der zweite aber saß. Celine van Gestel rein ins Glück. Der erste von 3 Schritten ist gegangen. 2 müssen noch folgen.